Hallo, mein Name ist Dirk Stenger und ich halte den zweiten Vortrag heute. Der Titel ist Datenaustausch in der Bauleitplanung, effizienter gestalten, X-Planung und Inspire-PLU. Das heißt, der erste Vorteil fasst sich mit dem gleichen Thema wie der Vortrag davor. Die Ausrichtung ist aber ein bisschen eine andere. Ich stelle mich erstmal selber vor, ich bin Diplom-Geograf und arbeite seit 2012 bei Latlon. Wir beschäftigen uns hauptsächlich mit OGC-Standards und alles, was dazugehört. Richtig, und GML ist ja einer dieser Standards, so sind wir dann auch zu X-Plan GML gekommen. So, das ist meine Agenda für heute. Ja, erst erzähle ich ein bisschen was zur X-Planung allgemein, dann wie wir die Software Degree nutzen, um X-planungsrelevante Fragestellungen umzusetzen. Zudem haben wir Tools geschrieben, mit denen man X-Plan GML validieren und verwalten kann. Danach komme ich zu dem Punkt, was hat X-Plan GML mit Inspire PLU zusammen, also wo gibt es die Verknüpfung und wo kann man diese beiden Daten oder die beiden Formate auch verknüpft nutzen. Richtig, das Ganze haben wir dann unter dem Begriff X-Planbox zusammengefasst und abschließen werde ich mit einem Fazit. So, was X-Planung ist, wissen ja schon die meisten, wie aus dem Vortrag davor deutlich wurde. Richtig wichtig ist nur, dass aus diesem X-Planungsvorhaben im Rahmen des E-Government-Projekts eben das Datenaustauschformat X-Plan-GML entstanden ist, in dem es auf den weiteren Folien dann geht. Hier sehen wir nochmal eine kleine Grafik. Also was der Vorteil ist, also ein standardisiertes Format zu nutzen, man alle oder die verschiedenen Entscheidungsträger beim Planungsprozess müssen halt nicht mehr alle getrennt voneinander reden und immer wieder neue Formate nutzen, um ihre Informationen auszutauschen, sondern können alle das gleiche Format nutzen. Das heißt, hier fällt ein großer Teil des Aufwands weg. Und dieses gemeinsame oder dieses eine Format wäre dann halt X-Plan GML. Hier habe ich jetzt einfach mal so ein X-Plan GML-Dokument geöffnet. Man sieht, es basiert auf XML. Und richtig, das ist so ein Testdatensatz. So sieht das aus, wenn man sich das anguckt. Wichtig ist noch zu sagen, dass, also es wurde ja auch schon im Vortrag davor deutlich, dass X-Plan GML komplexes GML ist, also zum Beispiel Links zwischen Objekten nutzt und deswegen für die meisten Clients nicht ganz einfach ist zu lesen und zu nutzen. So, nun komme ich zu der Software Degree. Degree ist eine Open Source Software, die genutzt werden kann, um Geodateninfrastrukturen aufzubauen. Und ein besonderer Schwerpunkt ist auf die Bereitstellung von Service-Schnittstellen. Man sieht jetzt an der rechten Seite, sind auch verschiedenste Service-Schnittstellen als Referenzimplementierung zertifiziert. Also die wichtigsten für diesen Vortrag sind ja, die GML, WFS und WMS. Ja, Degree ist in Java geschrieben, der Quellcode wird auf GitHub gehostet, also kann sich jeder angucken. Und Degree bietet sich sehr gut für die X-Planung an, da Degree sowohl komplexes GML einlesen als auch ausgeben kann. So richtig, dann gibt es halt das Problem, was ich eben schon angesprochen habe, dass es sehr oder kaum Clients gibt, die dieses komplexe GML auch wirklich verarbeiten können. Aus dem Grunde haben wir ein neues GML-Schema erstellt, das X-Plan-Syn-GML-Schema. Und dies ist dann ein vereinfachtes flaches Schema, was eben zum Beispiel keine Verlinkung mehr zwischen Objekten verwendet. Das Original X-Plan-GML-Schema wurde dann auf das flache Schema gemappt. Richtig, so dass man im Prinzip alle Objekte also in beiden Schemas findet. Eine Besonderheit ist auch noch, dass das X-Plan-Syn-GML alle vorhandenen X-Plan-GML-Versionen in einem Schema vereint. Also 2.0, 3.0, 4.0 und 4.1. Die 5.0 fehlt noch, aber es ist in der Planung, dass auch 5.0 noch hinzugefügt wird.
So, jetzt komme ich wieder zur Degree-Lösung. Also, yes. Mit Degree stellen wir drei verschiedene Dienste bereit, die sich besonders eignen für X-Planungsvorhaben, nämlich X-Plan WMS, den X-Plan SYN-WFS und den X-Plan WFS. Der X-Plan WFS gibt Original X-Plan GML wieder, der X-Plan SYN-WFS gibt dieses flach geklopfte Schema oder dieses vereinfachte Schema wieder. Der X-Plan SYN-WFS eignet sich also besonders gut, um damit dann auch wirklich zu arbeiten. Und oder um den WFS oder um die Vektordaten Client zu laden. Und der WMS ist halt ein Darstellungsdienst, das heißt, der rendert die Pläne und gibt dann das Kartenbild zurück. Ja, Degree unterstützt natürlich auch SLD und SE. Und für X-Plan oder für die X-Planungsobjekte gibt es einen kompletten Satz an SLD-SE-Regeln, die wir dann auch in Degree einbinden könnten. Das heißt, also hier unten sieht man so einen Beispielplan, der mit durch den Degree WMS gerendert wurde. Und mit GetMap kann man den dann anfragen. So, nun komme ich zu den weiteren Tools, die wir um X-Planung entwickelt haben. Einmal den X-Plan-Validator. Das ist halt ein Validator, der über auf verschiedene Schnittstellen angesprochen werden kann, also über eine Web-Oberfläche oder über ein Kommandozeilentool. Es gibt eine syntaktische, geometrische und semantische Validierung, die auch zu großen Teilen auf Degree basiert. Das heißt, Degree-Bibliotheken werden hier eingebunden. Zudem können Reports generiert werden, die in verschiedensten Formaten runtergeladen werden können, wie HTML, PDF und XML. Und auch Geometriefehler werden grafisch aufbereitet, dokumentiert, zum Beispiel in Form von Shapefiles oder Grafiken. Das zweite wichtige Tool, was wir darum aufgebaut haben, ist der X-Plan Manager. Zum einen nutzt der X-Plan-Validator ist auch in X-Plan-Manager validiert, das heißt, man kann mit dem X-Plan-Manager auch Pläne validieren. Zudem, oder die Hauptfunktion von diesem Tool ist, dass es ein Client ist, der genutzt werden kann, um X-Plan-GML eine Datenbank zu importieren, zu löschen und auch zu editieren und kann auch über eine Web-Oberfläche oder über ein Kommandozeilentool genutzt werden. Besonderheiten, die der X-Plan Manager bietet, sind einmal der Synthesizer. Das ist eine Funktion, die das Original X-Plan GML auf dieses oder auf das vereinfachte X-Plan SYN-GML-Schema mappt. Das heißt, wenn man einen Plan importiert, wird sowohl das Original X-Plan GML abgelegt, als auch die Objekte werden auch in das X-Plan SYN-GML-Schema geschrieben. Oder das ist eine zweite Datenhaltung dann, die nebeneinander existieren. Zudem ergänzt der Synthesizer die X-Plan-SYN-GML-Datenhaltung noch um zusätzliche Informationen. Also zum Beispiel werden Codelisten übersetzt. Und das Ganze ist auch über Regeln konfigurierbar, also auch anpassbar. Des Weiteren gibt es einen Editor zum Editieren von bereits importiertem X-Plan-GML. Dadurch kann man dann wirklich auch das Original-GML ändern. Es gibt eine Kartenvorschau, die mit OMLayers umgesetzt wird, einen Berechtigungsmechanismus, der auch die Anbindung an ein LDAP beinhaltet, Suchsortierfunktionen und verschiedene Analysefunktionen, die beim Start eines Imports durchgeführt werden können. Also zum Beispiel, ob wenn in einem X-Plan-GML ein Rasterplan referenziert ist, ob die Degree-Software auch mit diesem Datenformat umgehen kann. Also es sind verschiedene kleine Funktionen, die wir da hinzugefügt haben. Und hier ganz unten sieht man jetzt mal so einen Screenshot von der Oberfläche. Also hier ist die Liste der importierten Pläne, welche in verschiedenste Buttons und Suchfelder für weitere Funktionen. So, nun komme ich Inspire PLU. Erstmal ist die Frage, oder die meisten wissen wahrscheinlich auch, was Inspire ist. Also, es ist eine europäische Richtlinie, die im Jahr 2007 veröffentlicht wurde. Und sie dient halt dazu oder soll den Aufbau einer europäischen Geodateninfrastruktur fördern, beziehungsweise sogar umsetzen. Wichtig ist, dass im Rahmen dieser Inspire-Richtlinie
neue GML-Anwendungsschemas geschrieben wurden für verschiedene Themen, also fachliche Themen. Das heißt, ja, im Rahmen von Spire wurden im Prinzip neue Datenformate spezifiziert. So, eins dieser neuen Datenformate ist Inspire PLU. Das PLU steht für Planned Land Use. Ist ein NX3-Thema. Also es gibt drei Anhänge und das Land Use ist in dem letzten dieser Anhänge. Richtig, das Thema selber heißt Land Use und Planned Land Use ist dann nochmal eine Unterkategorie davon. Und bis 2020 müssen alle Daten, die diesem NX3-Datenthema zugeordnet sind, in Spire-konform bereitgestellt werden. Also es gibt auch eine gesetzliche Verpflichtung dazu. Richtige Bebauungspläne, das ist ja so die Planart, auf die ich mich jetzt konzentriere, können halt im Thema Land Use dargestellt werden. Und das Ziel ist halt, den Austausch oder den europaweiten Austausch von planungsrelevanten Daten zu vereinfachen. So, jetzt stellt sich die Frage, warum sollte man Xplan GML zu Inspire PLU GML transformieren? Das haben wir auch schon eben gehört, dass Xplan GML seit 2017 ein Standarddatenformat für Bebauungspläne ist und es gab halt auch einen rechtsverbindlichen Beschluss durch den IT-Planungsrat. Das heißt, Bebauungspläne müssen zukünftig sowohl in Xplan GML erfasst werden und auch in Inspire PLU GML bereitgestellt werden. Daraus kann man halt schlussfolgern, dass eine automatisierte Transformation von Xplan GML nach Inspire PLU sinnvoll ist und auch einen Mehrwert bringt, da einzelne Behörden dann sozusagen auf einen Schlag beide Datenformate bereitstellen können und anschließend können die Daten dann sowohl Deutschland als auch europaweit genutzt werden. So eine Einschränkung, die es jetzt hierbei gibt, die uns aufgefallen ist, die jetzt aber mit der Spezifikation der Datenformate zu tun hat, ist, dass Xplan GML detaillierter ist. Das bedeutet, dass im Prinzip bei einer Transformation immer Daten, also nach Inspire PLU immer Daten verloren gehen. Und das ist im Prinzip auch eine Begründung oder ein Grund, weswegen es sinnvoll ist, erstmal beides zu haben, weil man halt mit Xplan GML Planungs- oder Pläne einfach besser und detaillierter beschreiben kann. Momentan werden aber auch Ableitungsregeln von Xplan GML 5.0 nach Inspire PLU erstellt. Das heißt hier, also auch außerhalb unseres Hauses gibt es dazu Überlegungen. So, nun komme ich zu unserer Lösung. Wie haben wir das umgesetzt? Das Xplan GML, was durch den Xplan Manager importiert wird, befindet sich momentan in einer PostGIS-Datenbank. Wir haben dann die Software Hale genutzt, um eine Transformation von diesem Xplan GML nach Inspire PLU durchzuführen. Das heißt, wir haben ein Hale-Mapping geschrieben. Und die Inspire-PLU-Daten werden dann wieder in der PostGIS-Datenbank angelegt. Und das Ganze haben wir im Prinzip in die Software implementiert. Das heißt, man kann jetzt wirklich über einen Knopfdruck die ersten drei Schritte durchführen. Also, dass die Hale genutzt wird, um die Transformation durchzuführen und die Daten wieder in einer weiteren PostGIS-Datenbank abgelegt werden. Die neu generierten Daten stellen wir dann über einen Inspire View Service und über einen Inspire Download Service bereit. Das heißt, einmal haben wir die GRI WMS, der für die Rasterdaten genutzt wird, und dann ein GRI WFS, der für die Vektordaten genutzt wird. Das heißt, wenn man diese Transformation gemacht hat, die ein paar Sekunden dauert, hat man anschließend sofort, sind die Daten sofort über einen WMS und über ein WFS verfügbar und können bereitgestellt werden, in weitere Softwareprodukte eingebunden werden. So, ich habe jetzt ein paar Screenshots gemacht, um den Workflow darzustellen. Man sieht hier wieder die Oberfläche von dem Xplan Manager, ist gerade ein Plan importiert.
Hier, das ist der neue Button, der diesen Export durchführt. Klickt man einfach drauf, dann kommt dieses Pop-up, dass der Plan als Inspire-PLU-Datensatz bereitgestellt wird. Und richtig, das war's. Dann verschwindet das Pop-up wieder und der Plan befindet sich in der Inspire-PLU-Datenbank. Nun kann man beispielsweise den WFS nutzen, also das ist das Beispiel hier, eine Get-Feature-Anfrage ausführen. Das habe ich einfach mal im Browser gemacht und man sieht, also das ist jetzt dieser eine Plan, den man eben gesehen hat, der wurde wird über den WFS wieder bereitgestellt und man sieht hier, also das ist jetzt nur ein Ausschnitt von dem GML, den PLU-Namespace, in dem sich dann die im PLU-Schema definierten Elemente befinden. Das heißt, das hier ist valides Inspire-PLU-GML, was man da sieht. So, alle eben vorgestellten Funktionalitäten und Workflows haben wir eben in einem Paket gebündelt, was wir X-Plan-Box nennen. Diese X-Plan-Box wird bereits in Hamburg und im Landkreis Elbe-Elster eingesetzt und man kann sich das auch anschauen, also zum Beispiel der erste Link zum Landkreis Elbe-Elster. Das ist aber noch eine ältere Version, also nicht alle vorgestellten Funktionalitäten sind dort auch vorhanden und es gibt auch eine Demo von uns, die man unter der URL erreicht. Ja, wichtig an der X-Plan-Box ist eben, dass sie zum einen komplett auf die offenen Standards oder dass sie auf die offenen Standards des OGC setzt. Das heißt, es werden WMS, WFS, GML, all diese Standards werden genutzt, um diese Softwarelösung umzusetzen. Und auch wird eine Vielzahl an OSGEO-Projekten dort verarbeitet in der X-Plan-Box. Degree natürlich zum größten Teil, aber auch GEDAL nutzen wir, um Rasterpläne mit dem WMS auszugeben. GeoTools, OpenLayers, PostgreSQL mit PostGIS und auch Hale. Obwohl Hale ist zwar Open Source, aber noch kein OSGEO-Projekt. So, nun komme ich zum Fazit. Wie Sie gesehen haben, es ermöglicht die X-Plan-Box eine effiziente Verwaltung von X-Plan-GML-Daten, Planwerken. Zudem wird die Breite der Anwendungsmöglichkeiten erhöht, da wir eben dieses vereinfachte X-Plan-SYN-GML generieren. Die Funktionen des Validators und Managers überprüfen und erhöhen die Qualität der Daten. Und es erfolgt auch, also das ist auch eine Funktionalität des Managers, dass dass so ein kleines Kartenfenster aufgerufen wird, was dann wiederum Open Layers nutzt und man sich auch in dem Manager direkt die direkt zuvor importierten Pläne angucken kann. Jetzt komme ich wieder zum Titel des Vortrags, ermöglichen die vorgestellten Komponenten den einfachen Austausch von validem X-Plan-GML. Zudem ist jetzt die Transformation nach Inspire-PLU integriert und dieses Inspire-PLU wird auch direkt wieder über ein Degree WFS und WMS bereitgestellt. Das heißt, auch die Inspire-PLU-Daten können extrem einfach bereitgestellt und ausgetauscht werden mit anderen Behörden. Das heißt, dass alle Parteien, die jetzt Zugriffsrechte haben, immer von den beiden, also von den Vorteilen beider Datenformate profitieren, X-Plan-GML und Inspire-PLU. Und ja, gibt es noch Fragen? Ja. Ich habe eine Frage. Dirk? Ja. Ja. Das Inspire-Plan
Land Use Schema. Hallo? Also ich höre das hat ein bisschen noch. Aussetzer hier. Das ist sehr optional. Der Zusammenstellung, sage ich jetzt mal, also von den Pflichtfeldern her. Sprich, man muss da eigentlich fast gar nichts reinschreiben. Deswegen die Frage ist vielleicht auch eher an die Allgemeinheit gerichtet. Sieht irgendjemand einen Sinn darin, Bebauungspläne im Inspire Planned Land Use Schema auszutauschen auf internationaler Ebene? Denn der Mehrwert, der da generiert wird, ist ja eigentlich eher sehr gering, außer dass ich weiß, dass da ein Bebauungsplan oder dass da halt irgendein Recht gilt, kann ich da fast gar nichts draus an Schlüssen ziehen aus diesem Datenmodell, wenn man Bebauungspläne betrachtet. Bei anderen Plänen, auf anderen hierarchischen Ebenen, mag das anders sein. Aber für Bebauungspläne, also vielleicht gibt es da ja auch Erfahrungswerte. Klar, also es stimmt, dass es sehr wenige Pflichtfelder gibt neben Inspire-PU-Schema. Na gut, der entscheidende Unterschied ist hier vielleicht, dass sich das also Inspire GML nur auf Deutschland beschränkt und X-Plan GML auf Deutschland, Inspire PLU auf Europa. Und ich habe da jetzt auch keine Erfahrungswerte, aber man kann natürlich auch annehmen, dass es, wenn man europaweit sich alle Bebauungspläne angucken kann, es nicht so wichtig ist, dass man jedes Detail einsehen kann. Aber Erfahrungswerte habe ich da jetzt auch nicht. Nicht. Jemand anders im Raum was dazu sagen kann? Okay, dann bedanke ich mich bei dem Dirk Stenger für seinen Vortrag.